Sein letzter Auftritt vor diesem Gericht. Ludwig Holger Pfahls ist schuldig, so lautet das Urteil. 2 Jahre und 3 Monate Haft für Steuerhinterziehung und Vorteilsnahme entschied das Landgericht Augsburg am Freitag. Der Mann hat trotzdem gut lachen. Der Richter selbst attestierte ihm in seiner Urteilsbegründung, der ehemalige Staatssekretär sei nicht bestechlich gewesen. Pfahls selbst wollte sich nach dem Urteil nicht vor den Kameras äußern, das tat sein Anwalt. In dem Prozess ging es im Wesentlichen um die umstrittene Lieferung von 36 Fuchs-Spürpanzern an Saudi-Arabien Anfang der 90er Jahre. In diesem Zusammenhang hatte Pfahls, damals Rüstungsstaatssekretär im Prozess, zugegeben, knapp 2 Millionen Euro Schmiergeld vom Waffenlobbyisten Karl-Heinz Schreiber angenommen zu haben. Den ursprünglichen Vorwurf der Bestechlichkeit und die damit einhergehende Möglichkeit, die Regierung Kohl sei käuflich gewesen, entschärften die Protagonisten dann selbst. Kohl und mehrere seiner Minister sagten aus, die Panzerlieferung im Umfeld des damaligen Golfkrieges sei politisch entschieden gewesen. Pfahls habe darauf keinen Einfluss gehabt. Mit dem Urteil gegen Pfahls endet ein langes Rätselraten um diese Schlüsselfigur im CDU-Spendenskandal, zumindest juristisch.